Hey Leute, Martin hier und ich habe eine folgenschwere Ankündigung für euch. Ihr könnt es im Titel wahrscheinlich schon lesen und wartet jetzt gespannt auf eine Erklärung meinerseits und die bekommt ihr hiermit. Ich höre tatsächlich auf mit dem Let's Play. Schluss. Es gibt mehrere Gründe dafür. Einer davon ist, dass ich jetzt schon wieder seit längerer Zeit nichts gemacht habe. Das sind so Pausen, für die ich eigentlich schon fast bekannt bin. Ich fange an zu Let's Playen, mache dann monatelang Pausen, nur um dann wieder zu sagen, oh, jetzt habe ich mal wieder Bock zu Let's Playen. Das hält dann aber auch nur eine Woche und dann kommt schon wieder eine Pause. Und dieser Rhythmus gefällt mir nicht so gut. Die andere Sache ist die, ich mache zurzeit regelmäßiger Videos auf der Prilux. News-Videos, jeden Freitag mache ich ein News-Video. Und zwischendurch mal auch andere Videos. Gerade eben, ihr könnt jetzt auf der Prilux gehen, ist eine neue Top 10 hochgeladen worden. Und das macht mir gerade sehr viel Spaß, mir da Videos auszudenken und über verschiedene Sachen. Und ich habe da noch ganz viele Ideen, die ich auch da verwirklichen möchte. Und da konzentriere ich mich drauf und dann überlege ich mir, ach ja, ich habe ja noch den Let's Play-Kanal, wo ich übrigens aus irgendeinem Grund auf einmal 300 Abonnenten habe. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Trotzdem danke dafür. Ihr habt alle zu spät abonniert, denn hier passiert jetzt, soweit ich mir jetzt im Kopf ausmalen kann, erstmal nicht viel. Wenn ich Streams mache, Streams werde ich immer noch regelmäßig mal machen, oder unregelmäßig besser gesagt, und dann kommen auch hier Ankündigungen drauf, sowie auf Facebook und so weiter und so fort. Und die Battles mit Alex, das steht auch noch in den Sternen, wie es da weitergeht. Alex hat Lust, hat er mehrmals gesagt, ich bin noch nicht ganz so schlüssig, wie es da weitergehen soll. Aber irgendwann werden wir uns da sicher dran setzen, nur mit den Let's Plays. Das ist auch so eine Sache, das ist für mich dann zu so einer Qual und Arbeit geworden, die es nicht für mich hätte werden sollen. Da habe ich immer im Hinterkopf, ah Mann ey, jetzt sitzen die Zuschauer da schon und warten und ich habe jetzt schon seit so viel Zeit keinen. Und allein der Gedanke, mich hinzusetzen und 5 Parts aufzunehmen, da langweile ich mich jetzt schon. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das macht keinen Sinn. Ich habe sehr viel Spaß mit den Videos, die ich auf der Prilux mache und weniger Spaß allein schon bei dem Gedanken, dass ich die Let's Plays vielleicht weitermache. Und ich meine, ich habe dann 3 Kanäle und ich habe auch noch andere Sachen gerade, die auch alle nicht auf ihre Kosten kommen. Also ich mache gerade noch für Nut Games mehrere Sachen. Da habe ich auch was verpennt und muss da was aufholen und immer wenn da mal Sachen dazukommen, dann geht die Zeit natürlich ab. Ich habe noch eine andere Sache im Hintergrund, die für mich persönlich jetzt was ist, wo ich auch lange schon nichts gemacht habe und das aber machen muss, damit ich auch mal in meinem Leben ein bisschen beruflich weiterkomme. Und dieser ganze Kram staut sich und das noch zusammen mit 3 YouTube-Kanälen, habe ich mir viele Gedanken drum gemacht und bin dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, ich höre erstmal auf mit den Let's Plays. Jetzt habt ihr das Wort erstmal gehört und ich habe mir auch überlegt, soll ich das wirklich jetzt so rigoros sagen, dass ich für immer und ewig aufhören werde mit dem Let's Playen? Da lege ich mich persönlich jetzt noch nicht fest. Wenn ich in 1 oder 2 Jahren auf der Prilux keine Lust mehr habe und sage, hey, ich würde gerne mal wieder Let's Playen, vielleicht kommt dann ein Let's Play hier auf diesem Kanal. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, dieser Kanal bleibt allerdings aktiv, weil ich mit diesem Kanal auf YouTube fast alles mache. Ich habe hier alle Kanäle abonniert, die ich gucke und so und schreibe auch Comments mit diesem Kanal. Und nur auf der Prilux lade ich die Videos hoch. Das wird ein bisschen komisch zu managen sein, aber ich kriege das schon hin, auch mit dem Google-Gedöns. Aber ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, aufgrund von Langeweile und privaten Kram und ganz vielen Sachen, die im Hintergrund sind und anderen Sachen, höre ich tatsächlich mit dem Let's Playen auf und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem auf dem anderen Kanal, nämlich auf der Prilux und bei meinen Streams und was da sonst noch so ist. Ihr könnt auch auf Nut Games vorbeischauen, da werdet ihr meinen Namen auch einige Male lesen. Und ja, war trotzdem eine sehr schöne Zeit, was das Let's Play angeht mit euch und ich möchte mich dafür bedanken und hoffe, wir sehen uns alle wieder auf der Prilux. Macht's bis dahin gut und haut rein.